Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die E-World 2022. Im Juni trifft sich dann doch mal wieder die ganze Branche vielleicht auf der großen und berühmten Messe mit anschließender Konferenz und so weiter. Beim letzten Mal 2020 waren wir ja selbst Aussteller. Das war cool, da waren wir auch noch sehr jung und frisch und relativ unbekannt. War aber nett, da waren wir im Startup-Bereich, im blauen Innovation-Bereich. Wir werden dieses Mal nicht Aussteller sein, nein, aber ich habe mich jetzt dann doch mal mittlerweile entschieden, weil doch einige Anfragen kamen, so zum Treffen und mal ein bisschen miteinander sprechen, dass ich zumindest zwei halbe Tage da sein werde. Nämlich am ersten Tag, am Dienstag, am Nachmittag, also von ungefähr 12 Uhr an, 13 Uhr an, bis dann, ja, zur Aftershow-Party, mal schauen. Und am zweiten Tag, am Mittwoch, dann praktisch bis mittags, also von frühs, von der Eröffnung um 9 ungefähr bis mittags, bin ich dann auf der E-World unterwegs. Und natürlich bin ich dort nicht nur zum Rumlaufen und Gucken und Staunen und Merchandise einsammeln, sondern ich bin dort natürlich auch mit einem Videoformat unterwegs. Wir werden auf jeden Fall einen Livestream machen. Ich kann nämlich auch mobil Livestream mittlerweile. Ne? Man ist so groß genug geworden für YouTube, dass diese Funktion freigeschaltet ist. Und ich werde tatsächlich dann mit einem mobilen Handy und Mikrofonen herumlaufen und das ein oder andere mal aufnehmen. Das könnte ungefähr so aussehen. Mit einem kleinen, wie ihr sehen könnt, Special-Mikrofon, das klippe ich mir dann hier irgendwo so ran, je nachdem, wie ich kleidungstechnisch rumlaufen werde, ja wahrscheinlich im Hoodie, im Energiewirtschaft einfach Hoodie. Und hier ist noch ein zweites Mikrofon, was ich zum Beispiel einem Interviewpartner noch so hinhalten könnte. Also haltet Ausschau nach jemandem, der so mit einem Selfie-Stick und einem Mikro herumläuft. Leider nicht mit der Feelgood-Managerin, die darf nicht mitkommen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall ansprechbar und werde auch auf einige von euch, denke ich mal, zugehen und auf kurze Interviews oder aktuelle Entwicklungen pochen und die dann für unseren YouTube-Kanal teilweise live übertragen. Ihr könnt mich gerne anquatschen, wenn ich auch auf Sendung bin, dann prinzipiell auch. Ja, natürlich, das ist eine Messe. Und dann seid ihr halt vielleicht gerade im Internet und werdet von ein paar hundert Leuten, die Energiewirtschaft interessiert sind, gesehen. Aber das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit für einen Pitch. Von daher mal schauen. Und ansonsten werde ich an den einen oder anderen Stand gehen und euch einfach mal anquatschen und sagen, hey, wollt ihr nicht mal auch drei Wörter in die Kamera sagen, damit die weite Welt der Energiewirtschaft einfach Follower mitbekommt, was ihr so Tolles zu bieten habt auf der großen Branchenmesse, die dann jetzt während nach Corona auch mal wieder stattfindet. Ich bin gespannt. Ich war davor bestimmt schon 7 oder 8 Mal auf der E-World, auch im alten Job schon ein paar Mal als Organisator von Infoständen. Und ich würde mich durchaus freuen, wenn das wieder so zur Institution wird für die Branche, weil die E-Word ist nicht zu unterschätzen. Das hat mir auch immer was geschäftlich gebracht. Und naja, gucken wir mal, wie es wird. Also, ihr trefft mich am Nachmittag des ersten Messetages und am Vormittag des zweiten Messetages in Essen auf der E-Word. Und sprecht mich einfach an, wenn ihr was habt. Und dann bis dorthin. Habt ihr Fragen, Anmerkungen? Wollt ihr mich treffen? Gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr mich treffen wollt, lieber eine E-Mail. Auch da gibt es viele Wege auf unseren Webseiten über Kontaktformulare und so weiter. Schreibt mir da einfach, wenn ihr einen Termin machen wollt. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.